Herzlich willkommen. Der TSV Hütchenhausen hatte zum großen Kennenlernen für Flüchtlingsfamilien und einheimische Familien an die Ziegelhütte eingeladen. Der Superferienprogrammtag wurde zusammen mit dem Jugendbüro am Stein liebevoll auf dem Sport- und Spielgelände des TSV gestaltet und an der Unterhaltung für die Kleinen mangelte es auf keinen Fall. Volker Hammel, Ralf Lesmeister und Markus Klein begrüßten alle Anwesenden recht herzlich und stimmten zusammen auf einen tollen Nachmittag ein. Den Ortsbürgermeister von Hütchenhausen schnappte ich mir mal, um nachzufragen, was für eine Bedeutung das Jugendbüro für ihn überhaupt hat. Ja, also das Ferienprogramm des Jugendbüros ist natürlich eine wunderbare Sache für uns, nicht nur in der Ortsgemeinde, sondern in der Verbandsgemeinde insgesamt. Und was hier auf die Beine gestellt wird alljährlich, das unterstützt uns im Wesentlichen bei unserer Kinderbetreuung und auch bringt unheimlich viele gute Angebote in den verschiedensten Bereichen, nicht nur in unserer Ortsgemeinde, sondern auch verbandsgemeindeweit, das natürlich von unseren Kindern und Jugendlichen genutzt werden kann. Wie wichtig ist für dich die Integration und Inklusion? Ja, Integration und Inklusion ist ja jetzt im Moment das große Thema und vor dem Hintergrund der Flüchtlingsdebatte natürlich ein wichtiger Baustein. Und da hat natürlich das Jugendbüro mit seinem Team um Volker Hammel eine absolute Durchturmfunktion und übernimmt wichtige Integrationsaufträge und Maßnahmen für uns in der Ortsgemeinde als auch in der Verbandsgemeinde insgesamt. Da schauen viele neidisch auf unser Angebot und das ist auch in unserer Steuerungsgruppe Flüchtlingsmanagement, in der ich ja als Leiter des Jugend- und Sozialamtes angehöre, natürlich eine wichtige Sache. Was fällt dir zum großen Ferienprogramm ein? Ja, da denke ich natürlich an die Angebote, speziell in unserer Ortsgemeinde. Da war beispielsweise der Ratinho mit seinem Sommercamp hier, da war eine internationale Begegnung, die ja jetzt stattfindet am TSV-Sportheim. Da werden unheimlich viele Kräfte mobilisiert und die Angebote werden auch hervorragend angenommen. So ist es, lieber Ralf. Nun aber erstmal eine kleine Stärkung, ehe es weitergeht mit dem Spaß für Groß und Klein. Am Anfang habt ihr bereits unsere Künstlerinnen und Künstler beim Acrylmalen mit der tollen Anleitung vom Maler Hans Rosberger beobachten können. Natürlich durfte das Schnuppertennis beim TSV Hütchenhausen nicht fehlen, so konnten alle, die Lust auf Tennis hatten, ein wenig mit dem Tennistrainer der Tennisabteilung des SV Miesenbach Thomas Siedelmeier üben und spielen. Auch die Bowl-Freunde des TSV mit Ralf Wolf boten den Jungs und Mädels die Möglichkeit an, dem Bowl-Spiel etwas näher zu kommen. Auch wenn das Wetter nicht zu 100% mitgespielt hat, wir hatten viel Spaß miteinander und die mühevolle Arbeit der FS-Sottler und Ehrenamtlichen hat sich allemal gelohnt. Ich verabschiede mich schon einmal. Ralf, du hast das Abschlusswort. Ja, lieber Volker, liebes Jugendbüro-Team, macht einfach so weiter. Wir sollten weiterhin so gut in Kontakt bleiben und ich bin unheimlich stolz auf das, was ihr bisher schon geleistet habt und ich hoffe, dass unsere Zusammenarbeit auch nach wie vor so gut funktioniert, wie es das in der Vergangenheit schon getan hat. Herzlichen Dank.